Ja, Hallöchen, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Also, die Kopplung ist ja noch ganz anders. Ja, Leute, irgendwie ist das Ganze ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht wieso, aber aus irgendwelchen seltsamen, unerfindlichen Gründen. Du bekommst erstmal einen ganzen Zauber, meine Liebe. Du bekommst dann das. So, hat der jetzt auch den Zauber ausgetauscht oder nicht? Ja. Oh. Das ist scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Also, irgendwie ist das Ganze hier seltsam. Denn das Problem ist nämlich. Was hast du gerade? Zauber. Zauber, Xell, Tausch. Alles. Besser Zauber empfangen. Halt. Nein, 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 Tausch. Alles auf Idee. Ja, das Spiel. Ach, besser Zauber empfangen. Okay. Idee, besser Zauber geben. Xell. So, jetzt. Ja, das Problem ist irgendwie, dass das Spiel insoweit rumspielt. Dass es nämlich irgendwie aus irgendwelchen Gründen, das hast du keine Zauber, das ist scheiße. Irgendwie aus irgendwelchen Gründen, ja, gelinde gesagt, scheiße rumspackt, denn ich wollte jetzt mal zum Buch kommen. Das Spiel startet erst, also wenn man startet, hängt es sich irgendwie als Task auf. Da muss man es im Task Manager, also als Prozess hängt er sich auf, so rum gesagt. Und dann muss man es als Prozess töten, killen, beenden, wie auch immer. Und dann startet es erst beim zweiten Mal. Und was macht eigentlich mein Dick Story hier? Wieso springt der so rum mit der Festplatte? Ich habe mich gerade gefragt, warum der nicht Synchron aufnimmt. Synchron macht und tut und tut. Und okay, ja, du haben die HP 80%, ja, haben wir. Warum bist du nicht auf voller HP? Was soll das? Beben, Tornado, Holy Flare, Meteor. Meteor koppeln wir hier mal. Stärke können wir uns auch koppeln, aber ist das nicht hoch genug? Ja, und ich verstehe nicht, wieso eigentlich diese Kacke da läuft, dass das Spiel nicht ordentlich macht, was ich machen soll. Gegner, hier gibt es einen echten Gegner. Ah ja. Und zwar Gohels Eis. Warum gibt es hier einen echten Gegner? Das ist etwas komisch. Na gut. Auf jeden Fall mit 6 Waffen. Was natürlich für die Idee und den ganzen Kram, aber Löwenherz sieht dann gar nicht mehr so schlecht aus. Sieht ein bisschen aus wie Bruderherz aus FF10 irgendwie. Vampirzahn konnte nicht mehr aufgenommen werden. Cerberus Zauber Zustandsabwehrkopplung. Sehr gut. So, Cerberus. Ja, wir müssen jetzt erst einmal Zustandsangriffskopplung. Ja, wir müssen jetzt erst einmal folgendermaßen nach Tears Point. Wo auch immer das ist. Gegner. Was soll ich die Gegner ausschalten? Jawohl, ein bisschen drängen ist nicht schlecht. Was ist das? Ach so, dieses wie Gespar hieß das, glaube ich, ne? Nee, Geira, nicht Gespar. Gespar war was anderes. Und Hypnose. Das funktioniert sowieso nicht, weil ich dagegen unempfindlich bin, mein Freund. So, und tschüss. Da 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 da. Also, wir müssen jetzt erstmal nach Tears Point und müssen dort den Ring des Salomo abholen. Und dann können wir nämlich auch schon Doom Train beschwören, bekommen, wie auch immer. So, ist das jetzt? Ja. Eigentlich wollte ich gar nicht da lang. Ja. See you again. Ja, schön. Ich wollte eigentlich mal. Nein, das wollte ich gar nicht. Mann. Himmel. Himmel, Himmel, Himmel. Was ist das eigentlich für ein Gang? Gar keine, oder was?
Toll. Ich will jetzt auf die Weltkarte und will nach Tierspot, wo immer das ist. Diese abgespackte Musik immer noch. Nee, ich will keinen Wagen, ich will nach Tierspoint. Jetzt gleich eine Vorstellung benutzen. Ah, kann man die Schlüsselfeld nicht irgendwie überspringen? Die nervt. Sagen wir aber sicher, habe die schon tausendmal gesehen. So. Ja, schönen Gegner. Immer zu Gegner. Das kann man jetzt bitte eigentlich auf der Weltkarte betreten und was nicht. Das reicht mich nicht gerade extra. Immer zu und oft und bla bla bla. Ich liebe der Scheiße. In dem Content übrigens gerade Mario hoch, Super Mario 64. Wenn das L16.000 aus nur noch eine Viertelstunde. Ja, was haben wir denn hier? Aha, okay. Scheint doch richtig zu sein einigermaßen, ne? Da, wenn nicht ständig Gegner auf den Straßen kommen, das ist etwas komisch. Warum kommen hier Gegner? Das ist eine Stadt. Ach egal, ich frag mich nach. Ja, Idee, du kannst gar nichts, ich weiß. Weißt du, dich auch mal mit Stärke kommen wäre vielleicht ganz gar nicht so schlecht, als ich den Schall machst. Na, und noch ein Gegner tot. So. Dann komme ich mal eben Idee, glaube ich, doch mal mit Stärke. Nee, Zauberstärke. Willst du vielleicht ein bisschen was höher kommt? Was ein bisschen mehr Schaden macht. Ja, ach, wie krass, oder reichen 56. Was ein bisschen mehr Schaden macht. Man bewegt sich auch übelst dramatisch auf der Karte, ne? Ist auch logisch, weil sind ja auch große Distanzen, die wir hier überwinden müssen. Wissen wie viel Schaden das der macht. Da. 306, mehr auch nicht sonderlich viel mehr, aber naja. Aber was gibt es eigentlich hier Angriff auf Magie oder was? Das würde mich eigentlich logisch erscheinen, weil eine Hexe macht ja Magie, das werde ich mal ausprobieren. Dann werde ich mal Idea koppeln, Zauber, Stärke, Vitra, Magie, Vitra. Weiß nicht, ob sie dann mehr Schaden macht mit dem physischen Angriff. Das ist eigentlich auch wieder ein bisschen unlogisch schwer, aber egal. Noch mehr Gegner. Jetzt lass ich mal Idee angreifen. Angriff, Nadel, ja du. Und wie du konntest, der gut, bist du so nicht. Nee, okay, gut. Dann ist das doch die Stärke, was sie dann. Worauf sie dann rechnet. Weil es gibt ja Charaktere in manchen RPGs, die ihren physischen Angriff auf dem Gie berechnen lassen. Und das kann man dann manchmal auch im Maker einstellen, Beispielsweise zum Beispiel. Na gut, dann koppelst du mal eben wieder Zauber, Magie weg und Stärke koppelst du noch ein bisschen noch höher. 70 reicht vielleicht doch noch ein bisschen. Wo ist eigentlich Tears Point? Das freut mich auch gerade. Vielleicht ist es auf meine Karte eingezeichnet. Mal sehen, wie viel Schaden die jetzt macht. Da 49. Naja, geht ja einigermaßen. Das macht sie doch ein bisschen mehr Schaden. Okay, ist das vielleicht auf meiner. Ups, nein, auf meine Karte Tierspawn angezeichnet. Eschtal Air Station. Hexenmuseum, Eschtal, Pandora Forschungslabor, Lunar Gate, Tears Point ist da. Ganz rechts. Komm ich dort hin? Dann muss ich wahrscheinlich ganz viel latschen. Naja, läuft mir unterwegs ein bisschen. Vielleicht ganz gut. Ich sehe immer ihren Umhang so ein bisschen ich weiß auch nicht, dass ich nicht benutzen, spastisch umherwedelt. Ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Also, ja, das sieht eben komisch aus. Ich weiß nicht wieso, aber kommt ein bisschen komisch rüber. Na gut.